Herzlich willkommen zurück zu Drakensang, das Auge der Göttin. Und bevor Klattes gleich einschläft, sprechen wir mal mit Danko. Der hatte ja noch irgendwas, was er mit uns klären wollte. Ich denke mal, er braucht Hilfe bei seinem Stand hier. Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Auch euch einen guten Tag. Ihr wolltet etwas mit mir besprechen. Ah, ja. Wie ihr seht, befindet sich mein Stand noch immer im Aufbau und mein Bruder hat leider immer noch nichts von sich hören lassen. Ja, sicher, dass ihn die Nachricht erreicht hat? Das tut mir leid für euch. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ah, das glaube ich nicht. Aber er scheint immer noch verärgert zu sein. Wenn ich nur wüsste, wie es weitergehen soll. Das tut mir schrecklich leid für euch. Wenn ich könnte, würde ich irgendwie helfen. Könnte ich euch denn irgendwie beim Aufbau eures Standes helfen? Oh. Naja, wir wissen ja wahrscheinlich schon, dass es darum geht. Also los. Naja, ich bräuchte noch so einiges an Holz, um den Stand fertig zu bauen. Und natürlich schöne Ware, um den Stand dann zu füllen. Aber, nein, das wäre zu viel verlangt. Wieso überhaupt solltet ihr mir helfen? Dann lasst uns einen Handel machen. Ich helfe euch, den Stand fertigzustellen und ihr beteiligt mich dafür an eurem Gewinn. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr vom 10. Teil? Das wäre dann eine regelmäßige Zahlung von etwa 2 Dukaten? Falschen. Nun, das erscheint mir doch etwas zu wenig. Ihr sagt doch ein Zehnt. Nein. Ihr schätzt meine Einnahme viel zu hoch ein. Glaubt mir, ich sagte 2 Dukaten und ich meinte 2 Dukaten. Also gut, 2 Dukaten sind es dann. Sehr gut. Also als erstes bräuchte ich mindestens 20 Eibenholzlatten für den tragenden Rahmen. Dann noch mindestens 50 Bretter Ulmenholz für die Kleidung. Nicht zu vergessen, mindestens 30 Unzen Holzleim, damit der Stand noch gut hält. Ach, und sicherheitshalber noch 20 Lederbänder für besseren Halt der Querstreben. Bei Braios, das ist wahrlich eine Menge. Das müssen wir alles im Anwesen haben. Versteht ihr jetzt, weshalb ich so besorgt bin? Ich habe deswegen schon seit Tagen kein Auge mehr richtig zugemacht. Aber dank eurer Hilfe sind die dunklen Zeiten bald vorüber. Ich werde jetzt nochmal neu laden, weil ich möchte mal probieren, was passiert, wenn wir Falschen jetzt doch nochmal hochsetzen. Und was wir da eventuell rausschlagen können. Mal gucken, wie weit wir das steigern können bei Travian. Ich würde es jetzt einfach mal auf Maximum setzen und überreden auch. Und dann mal gucken, was da passiert. Ah nee, da würde ich jetzt nicht hin. So, Falschen, wie hoch können wir denn? Maximal 22, das nehmen wir doch gerne mit. Mal mit Menschenkenntnis hoch und wir überreden hoch. Schlösserknacken geht nicht hoch. Wir könnten Taschendiebstahl hochsetzen. Gerade wenn es eine verbesserte Taschenklinge gibt, kann es sein, dass wir das nochmal brauchen. Fallenstellen brauche ich nicht. Feinentschärfung können wir nicht höher. Ja, dann war es das wohl hier. Ist das eigentlich bei dir hier mit Schwertern? Jo. Okay. Dann probieren wir das Ganze jetzt so nochmal. Wenn ich dir schon helfe und hier dein Baumaterial anschleppe, dann möchte ich auch ein bisschen mehr als 2 Dukaten haben. Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Auch euch einen guten Tag. Ihr wollt etwas mit mir besprechen. Ah, ja. Wie ihr seht, befindet sich mein Stand noch immer im Aufbau. Und mein Bruder hat leider immer noch nichts von sich hören lassen. Das tut mir leid für euch. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ah, das glaube ich nicht. Aber er scheint... Naja, ich bräuchte noch so einiges an Holz, um den Stand fertig zu bauen. Und natürlich schöne Ware, um den Stand dann zu füllen. Aber... Nein, das wäre zu viel verlangt. Wieso überhaupt solltet ihr mir helfen? Ja, als Streiter der Drachenqueste und erfolgreicher Bestreiter der Drachenqueste möchte ich nochmal betonen. Frage ich mich auch, warum du mir sowas vorschlägst, aber gut.
Dann lasst uns einen Handel machen. Ich helfe euch, den Stand fertigzustellen und ihr beteiligt mich dafür an eurem Gewinn. Ja, also, was haltet ihr vom 10. Teil? Das wäre dann eine regelmäßige Zahlung von etwa 2 Dukaten? So, jetzt probier es nochmal. Nun, das erscheint mir doch etwas zu wenig. Ihr sagtet doch ein Zehnt. Also gut, vielleicht habe ich meine Einnahmen etwas zu gering eingeschätzt. Sagen wir 10 Dukaten? Ja, das hört sich doch ganz gut an. Sehr! Also als erstes bräuchte ich mindestens 20 Eibenholzlatten für den tragenden Rahmen. Dann noch mindestens 50 Bretter Ulmenholz für die Verkleidung. Nicht zu vergessen mindestens 30 Unzen Holzleim, damit der Stand noch gut hält. Ach, und sicherheitshalber noch 20 Lederbänder für besseren Halt der Querstreben. Jawohl, na dann. Versteht ihr jetzt, weshalb ich so besorgt bin? Ich habe deswegen schon seit Tagen kein Auge mehr richtig zugemacht. Aber dank eurer Hilfe sind die dunklen Zeiten bald vorüber. Ja, dann gehen wir doch direkt zu unserem Anwesen. Dann müssen wir das eigentlich alles haben. 20 mal Eibenholz, 50 mal Ulmholz, 30 mal Holzleim und 20 Lederbänder. 20 Lederbänder mal vielleicht sogar schon in der Tasche. Durch die ganzen Wölfe, die wir ausgenommen haben. Gucken wir mal. Aber das lässt sich bestimmt relativ schnell zusammensammeln. Holzleim haben wir doch jetzt auch sogar bekommen, oder? Oder naja. Wildschweinfell, okay. Dum, dum, dum. Aber sie hat 10 Lederbänder auf jeden Fall schon mal. Ach nee, Salbenfett war das. Ja. Gut. Verastula, ich bin Krieger, kein Wächter, der Häuser bewacht. Jo, sorry. So, Ulmenholz 50, hat er gesagt. Holzleim, oh, das waren die letzten. Lederbänder. Ich habe kein Eibenholz mehr. Ich habe kein Eibenholz mehr, außer das hier. Kannst du das mal stapeln hier irgendwie? Danke. Okay, wir müssen Eibenholz holen. Das sehe ich für die ganzen Kriegspfeiler. Verbraten. Aber wir können mal hier so... Aber bestimmt kein Eibenholz nehmen. Ich mach das schon. Ja, das kannst du mal hier reinpacken. Wir heben jetzt auch mal die Dietriche auf. Müssen wir mal gucken. Eventuell brauchen wir das ja nochmal jetzt. Der Schmiedehammer hat keine Funktion, oder? Das kann man alles verkaufen. Schmiedehammer. Kleiner, aber robuster Schmiedehand. Ach, Schmieden plus 3. So, dann packen wir den hier rein. Ist ja ganz praktisch. So. Kommt. Ich meine, wir müssen jetzt sowieso Eibenholz kaufen. Da können wir auch gleich noch mal so ein bisschen von dem Rest kaufen. Feuermoos wächst da an der Wand. Das ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen. War schon immer da oder ist es jetzt erst neu? Hier irgendwas. Ich möchte, glaube ich, das Familienschwert einmal da reinpacken. Das prunkvoll verzierte Langschwert heben wir auch auf. Ich glaube, den Rest
eher weniger. Amazonensäbel. Das ist eine Zweihandschwert. Das wäre vielleicht nochmal was. Das können wir Rulana nochmal verpassen. Hier, das verkaufen wir. Salbenfett, das hätten wir. Wofür braucht man das für Tränke? Ja, Alchemie. Dann tun wir das einmal noch in den Alchemiekorb hier alles. Und den Rest können wir jetzt gleich, weil wir sowieso einmal unterwegs sind, können wir den noch verscherbeln. Na, Salbenfett. Krötenschemel, Grünblatt, genau das hier alles da rein. Sehr schön. Okay. Ich glaube, ich kaufe dann gleich nochmal ein bisschen mehr Holzleim. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal welchen brauchen. Ich meine, zwar hat Quendala jetzt erstmal relativ viel Pfeile, weil ich ein bisschen übertrieben habe bei der Herstellung, aber wird ja wohl hier noch eine Weile dauern. Da kann man sicherlich das ein oder andere gebrauchen. Ich kann dir Wurfdolche verkaufen, Messer. Ist das alles, was ich dir verkauft habe? Wahrscheinlich, ne? Schwert, Wurfbeil. Ach, die Sachen habe ich jetzt vergessen. Naja. Gute Entscheidung. Sanja. Hier ist, glaube ich, nichts dabei. Alles klar. Handel abschließen. Oh, ich würde das jetzt mal kurz an Sie übergeben, was wir jetzt hier verkaufen oder auch nicht verkaufen. Ganz viele Pfeile. Kriegspfeile, Kriegsbolzen. Ach, die müssen wir mal noch verkaufen, ne? Danke. So, da haben wir das. Die müssen wir verkaufen. Da gebe ich jetzt auch mal einen Rulana. So, dann ist bei ihr das erstmal soweit aufgeräumt. Bei ihr ist auch aufgeräumt. Hier ist nichts aufgeräumt. Die Dietriche behalten wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Die Lederbinde. So, und das verkaufen wir auch noch. Den nicht. Das geht an Sie. Ja. Helles Pferdocker, frisch vom Fass. Oh, da ging es nicht einzuwenden. Reicht mir ein Humpen. Ich verkaufe dir einen Humpen. Hier, bitteschön. Hast ja noch nicht genug davon. Jetzt fehlt mir... Also Holzlein habe ich genau drei. Eigentlich fehlt mir das eben Holz. Aber Holzlein nehme ich auch mit, glaube ich. Für die Pfeile. Tut ja nicht schaden. Den Rest müssen wir dann im Anwesen mal wieder ablegen.
So, Holzhändler. Trautmann. Tretet näher. Ich habe alles rund ums Haus. Na, dann zeig doch mal. So, ich nehme erstmal den Holzleim mit. Dann das Eibenholz. Ja. Soll ich es gleich zweimal nehmen? Pfeilspitzen, Gänsefedern. Hätte ich noch Federn? Ich weiß es gerade nicht. Zottel ist noch lieb. Okay, dann haben wir jetzt alles zusammen. Gehen wir jetzt erstmal dahin zurück. Ich habe gehört, ihr seid ein wahrhaftiger Held. Ja. Mal gucken, ob es das schon war. Mit seinem Stand. Aber wahrscheinlich können wir dann bei ihm auch besondere Stücke oder sowas, die wir haben, abgeben und er verkauft die dann oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ah, schön, euch wiederzusehen. Gibt es schon etwas Neues von eurem Bruder Narok aus Angbar? Oh, leider nicht. Danke der Nachfrage. Okay, ich wollte eigentlich noch mehr. Ah, schön, euch wiederzusehen. Hier, ich habe die 20 Eibenholzlatten, die ihr benötigt. Hier, nehmt. Ist ja hervorragend. Habt ihr noch mehr? Ja, ich habe noch den Rest, die liegen auch gleich hier. Hier, ich nehme, ich habe bei der Ulmholz, nicht hier nehmt. Ist ja hervorragend. Habt ihr noch mehr? Das haben wir alles gerade in unser Inventar geschleppt. Hier, ich habe die 30 Unzen Holzleim, die ihr benötigt. Ist ja hervorragend. Habt ihr noch mehr? Hier, ich habe die 20 Lederbänder, die ihr benötigt. Wunderbar. Schon die Hälfte haben wir zusammen. Die Hälfte? Was meint ihr mit die Hälfte? Ich habe doch schon alles besorgt, was ihr für den Bau des Standes braucht. Ja, da habt ihr wohl recht. Aber der Stand muss ja noch zusammengebaut werden. Und dafür benötigen wir Handwerker. Wie er das sagt, so. Das bedeutet, ich muss mich jetzt nach Handwerkern umsehen, nicht wahr? Das würdet ihr tun? 3 müssten genügen. Allerdings wollen Handwerker auch bezahlt werden. Ich denke, 15 Dukaten sollten dafür ausreichend sein. Was? Ich gebe dem jetzt 50 Dukaten? Und dann suche ich auch noch die Handwerker? Was ist denn das für ein Geschäft? Hier habt ihr schon einmal die 15 Dukaten. Ich werde dann mal gehen und mich auf die Suche nach den Handwerkern machen. Was zur Hölle? Travian, so funktioniert das aber nicht, ne? Nun sind alle benötigten Materialien vorrätig. Jetzt muss ich noch 3 Handwerker finden, die den Stand fertigstellen. Ich werde einfach Vorwisch fragen, der kennt sich im Ferdok aus. Wirwosch, unseren Verwalter, nehme ich mal an. Wenn jemand weiß, wo ich Handwerker finden kann, dann ist es mein Verwalter Wirwosch. Ich sollte zu ihm gehen und ihn fragen. Weil Vorwisch ist ja einer von seinen Brüdern, Cousins, sonstiges. Ich habe Danko alle notwendigen Materialien zum Bau des Standes besorgt. Ich habe mit Danko gesprochen. Er hat mich um Hilfe beim Aufbau des Standes gebeten. Im Gegenzug werde ich an seinen Einnahmen beteiligt. Da bin ich mal gespannt, wie viel das sein wird. Also, wie oft man praktisch dann 10 Dukaten bekommt. Würde es sich da sogar lohnen, für uns dann bei ihm einzukaufen, dann kriegen wir einen Anteil davon.
So, Wirwosch, ich hoffe, du kannst mir helfen. Das Gute ist, dann können wir gleich jetzt hier nochmal das Zeug abladen. Ja, weil fällt mir ein, ich würde eigentlich die Wolfspilze und alles verkaufen. Das habe ich jetzt vergessen, als wir da unten herumgegurkt sind. Naja, ergibt sich schon nochmal die Gelegenheit. Wirwosch. Zu Diensten? Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich brauche einige Handwerker, die einem Händler auf dem Marktplatz helfen, seinen Stand aufzubauen. Ihr könnt mir doch bestimmt sagen, wo ich welche finden kann. Nun, da wäre zum einen Forolax, Sohn des Dorgasch. Seine Arbeit war bisher immer äußerst zufriedenstellend. Er genießt ein hohes Ansehen bei den Kapitänen im Hafenviertel. Sie lassen alle anfallenden Arbeiten nur von ihm erledigen. Ah, sehr gut. Das klingt gut. Wo kann ich ihn finden? Im Hafen, nehme ich an? Sicherlich wird er an einem der Schiffe anzutreffen sein. Es gibt dort immer etwas zu tun. Dann werde ich dort mein Glück versuchen. Könnt ihr mir noch weitere Handwerker empfehlen? Da fällt mir noch Meister Jakus Grobbinger ein. Seine Werkstatt befindet sich neben der des Schmiedes im Fuhrmannsheim. Ein ausgezeichneter Mann. Grobbinger, der Name sagt mir auch irgendwas. Dem sind wir schon mal irgendwie begegnet, glaube ich. Sehr gut. Und bestimmt könnt ihr mir noch einen dritten Handwerker nennen. Immer gern zu Diensten. Aber lasst mich überlegen. Ach ja, ihr könntet noch bei Ulfing Rübenfein nachfragen. Aber ich warne euch, er ist sehr wählerisch bei der Wahl seiner Kunden. Zurzeit erledigt er Arbeiten für das bevorstehende Fest am Hesindetempel. Hab vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen. Nichts anderes hatte ich von euch erwartet. Alles klar, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann lade ich jetzt erstmal das Zeug hier wieder ab. Chara, warten liegt mir nicht. Selbst mit Bezahlung. So, hier haben wir Ulmenholz. Die Lederbänder. Sehnenlederbänder. Eibenholz. Ach so, das muss er ja auch noch da rein tun. So, du kriegst jetzt erstmal noch den Gullmontee. Und du die Wildschweinfelle. Holzleim kommt hier rein. So, irgendwie vergesse ich da immer die Hälfte wegzulegen. Furchtbar. So, dann packen wir das hier noch rein. Drachenblut. So. Dann haben wir das und das. Guck mal, glattes, du kannst mal ein paar Schleifsteine haben. Gute Entscheidung. Ja, und das müssen wir halt irgendwie verkaufen. Wenn ich mal dran denke. So, dieser Diamantschleifstein kann man bestimmt noch hier mit rein stapeln, oder? Ja. So, na dann suchen wir mal die Handwerker. Okay, Ulfing Rübenfein soll am Hesindetempel sein. Dann könnten wir ja nochmal zu dem Händler gehen. Geh zum Hafen, sprich mit Jakus Grobbinger, sprich mit Ulfing Rübenfein. Ulfing Rübenfein soll mit Arbeiten am Hesindetempel beschäftigt sein. Ich werde ihn dort aufsuchen, ja. Jakus Grobbinger ist ein weiterer Handwerker, der mir von Wirwosch empfohlen wurde. Er hat eine Werkstatt im Fuhrmannsheim. Wirwosch hat mir Ferolax, Sohn des Dorgasch, als Handwerker empfohlen. Er ist zurzeit irgendwo am Hafen bei den Schiffen beschäftigt. Ich werde Kapitän Dierbrack fragen, der weiß, dass er den Hafen vor sich geht. Gut. Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich, dann gehen wir jetzt erstmal hier, das ist ja einmal hier am Hesindetempel, dann könnte ich auch gleich nochmal zu dem Holzhändler Trautmann oder wie er nochmal hieß. Und dann versuchen wir Ulfing Rübenfein einzustellen und dann drehen wir halt unsere Runde, ich meine.
Von hier aus kommen wir ja dann auch nach Fuhrmannsheim und in den Ugternhafen. Gucken wir mal. So, jetzt habe ich jetzt wirklich noch mein Zeug hier verscherbeln. Ich mach das schon. Ihm verkaufen. Willkommen beim Krämer. Wird sich schon irgendeine Abenteuer finden, der das braucht. So, wo ist Ulfing? Ulfing Rübenfein. Tja. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich sein? Seid ihr Ulfing Rübenfein? Ja, der bin ich. Höchst selbst. Ich bin auf der Suche nach guten Handwerkern und ihr wurdet mir wärmstens empfohlen. Es geht um den Aufbau eines neuen Handelsstandes auf dem Marktplatz in der Grafenstadt. Das freut mich zu hören. Qualität spricht sich eben herum. Leider habe ich momentan keine Zeit, um Aufträge anzunehmen, da ich aufgrund wichtiger Umstände nach Avestreu reisen muss. Überreden. Als guter Geschäftsmann lasst ihr euch doch bestimmt keinen lukrativen Auftrag entgehen. Ihr könntet doch vielleicht jemand anderen an eurer Stelle schicken. Da habt ihr nicht Unrecht. Fällt mir etwas ein. Wie wäre es, wenn ihr an meiner Stadt die Reise unternehmt? Wieso habe ich damit gerechnet? Aber gerne doch. Worum geht es denn dabei? Das ist ganz einfach. Ihr müsstet nur ein Paket bei meiner Großmutter Oma Rübenfein in Avestreu abholen. Sie wird zwar etwas enttäuscht sein, ihren Lieblingsenkel nicht zu sehen, aber es sicherlich verstehen. Ach, die Oma Rübenfein. Na, dann bin ich mal gespannt. Gut, dann sind wir uns einig. Ich hole für euch das Paket und ihr helft dem Händler Danko bei seinem Stand. Perfekt. Cool. Ein Paket für Ulfing. Ich habe Ulfing Rübenfein versprochen, für ihn nach Avestreu zu reisen, um dort ein Paket für ihn bei seiner Großmutter Oma Rübenfein abzuholen. Ich sollte mich auf dem Weg nach Avestreu machen. Okay, na, wir gucken mal, was wir bei den Rest noch machen können, bevor wir jetzt die Stadt verlassen. Ich finde ja dann auch endlich mal hier das Fest statt, oder? So, dass der Hesindetempel. Eigentlich ist er. Das war nur eine Aufführung für euch. Weil der Hesindetempel ist ja eigentlich fertiggestellt und eigentlich ist ja auch die Drachenqueste schon ausgerufen. Aber vielleicht ist ja noch große Party irgendwann da. So, Fuhrmannsheim. Genau, beim Schmied. Gucken wir mal. Der Schmied ist jedenfalls in der Nähe von der Fischverkäuferin. Eigentlich ja hier hoch sozusagen. Gucken, wenn wir jetzt hier hochgehen, müssen wir eigentlich da direkt hinkommen. Huch.
hier ist schon mal der Schmied. Der Schmied steht euch zur Verfügung. Aber beeilt euch, ich habe noch zwei Rosse zu beschlagen. Nee, danke. Fische, Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen, alles was Schuppen hat, findet ihr hier. Hab ich diese Kiste schon mal aufgemacht? Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Geht nicht, okay. Günstig und gut ist Strunklers gut. Jakus. Oh weh, was mache ich nur? Was ist denn passiert? Seid gegrüßt, ihr müsst Jakus Kroppinger sein. Was? Ich? Ja, wieso? Mein Name ist Travian aus Berhanka. Ihr seid bestimmt daran interessiert, einen Auftrag zu übernehmen. Ja, eigentlich schon. Aber im Moment geht das leider nicht. Warum nicht? Gibt es denn ein Problem? Das könnt ihr wohl sagen, sogar ein sehr großes. Erzählt doch erstmal, vielleicht kann ich euch ja helfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie ihr wollt. Mein Werkzeug befindet sich in der Truhe dort. Aber leider kann ich sie nicht öffnen. Und ohne Werkzeug kann ich nicht arbeiten. Wieso kannst du deine Truhe nicht öffnen? Habt ihr den Schlüssel verloren? Wenn ihr möchtet, kann ich sie aufbrechen. Nein, nein, so verhält das sich nicht. Es ist noch viel komplizierter. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Das glaube ich euch. Also, hört zu. Da kam vorhin dieser Magier vorbei. Er sah so griesgrämig aus, dass ich mir ein paar aufmunternde Worte nicht verkneifen konnte. Irgendwie habe ich damit wohl genau das Gegenteil bewirkt. Er kam zu mir herüber, schaute mich böse an und murmelte etwas, was ich nicht richtig verstanden habe. Er verabschiedete sich dann mit den Worten: Noch viel Vergnügen mit eurer Truhe. Allein dieses hämische Lachen sorgte dafür, dass es mir eiskalt den Rücken herunterlief. Ich denke, ihr versteht jetzt, dass ich mich nicht traue, die Truhe zu öffnen. Womöglich werde ich dann noch in einen Huhn oder in eine Kuh verwandelt. Man hört ja so allerlei. Meint ihr wirklich? Das wäre in der Tat sehr unangenehm. Wisst ihr was? Ich werde die Truhe für euch öffnen. Dann kann euch nichts passieren und wir finden heraus, was mit der Truhe los ist. Seid ihr sicher? Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ganz sicher. Dann mal los. Fische, Fische, Fische. Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen, alles was... Jakus Kroppinger befürchtet, dass seine Truhe mit seinem Werkzeug von einem Magier verzaubert wurde. Da er ohne sein Werkzeug nicht arbeiten kann, habe ich ihm versprochen, die Sache zu untersuchen. Ich sollte die Truhe öffnen. Dann kann ich am einfachsten feststellen, ob die Truhe tatsächlich verzaubert ist. Ich glaube, ich speichere mal sicherheitshalber. Frische Fische, erst kann die Morgen im großen Fluss gefangen. Günstig und gut ist Strunklers. Krass, durch die erhöhte Astra-Energie-Regeneration ist bei ihr praktisch also null Zeit. Wer wagt es, mich zu stören? Ein Djinn. Ich... Das war die falsche Antwort. So lebe nun mit den Folgen. Aber... Fische, Fische, Fische. Oh nein, was habt ihr gemacht? Ich bin ein Zwerg. Oh nein. Das tut mir leid. Ich konnte doch nicht wissen, dass ein Djinn an die Truhe gebunden ist. Aber wieso bin ich verzaubert worden? Ihr habt doch die Truhe geöffnet. Offensichtlich sollte euch der Schabernack treffen, egal wer die Truhe öffnet. Ich flehe euch an. Bitte sorgt dafür, dass der Djinn verschwindet und ich meine wahre Gestalt wiederbekomme. Ich kann euch nichts versprechen, aber ich will es versuchen. Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen, alles was Schuppen hat, hier. Okay. Der Djinn hat Jakus Kroppinger in ein Zwerg verwandelt. Ich sollte versuchen, den Djinn zu überreden, dem Handwerker seine normale Gestalt zurückzugeben. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin Dravian aus Berhanka. Ich möchte, dass du Jakus Kroppinger seine wahre Gestalt zurückgibst. Dein Wunsch sei dir erfüllt. Ich danke dir. Tretet näher! Frische Fische! Was? Was ist denn jetzt passiert? Seht mich nur an! Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr habt doch eure normale Größe wieder. Ja, aber meine Kleidung. Wo ist meine Kleidung? Wieso habe ich diese lächerlichen Sachen an?
Ich finde, diese Kappe steht euch sehr gut. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich will meine Sachen wieder haben. Das war wohl der Djinn. Anscheinend habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich will sofort meine Sachen wieder haben. Das glaube ich euch gern. Ich werde wohl nochmal mit dem Djinn reden müssen. Bitte tut das. Wenn mich jemand so sieht, nicht auszudenken. Ja, da könntet ihr recht haben. Hast du mal versucht, es einfach auszuziehen oder so? Günstig und gut ist Strunklers gut. Jetzt hat der Djinn Jakus Grobbingers Kleidung ausgetauscht. Es sieht jetzt aus wie ein Hofnarr. Ich sollte noch einmal mit dem Djinn reden, um auch diese Verwandlung rückgängig zu machen. Wer wagt es, mich zu stören? Ich, Travian aus Belhanka, bin es nochmal. Jakus Grobbinger hat zwar seine wahre Gestalt zurück, aber er hätte auch gerne seine wahre Kleidung wieder. Auch dieser Wunsch sei dir erfüllt. Das ist sehr freundlich von euch. Ja, das sieht doch recht gut aus. Richtige Größe, richtige Kleidung. Aber irgendwie kribbelt es in all meinen Gliedern. Was meint ihr damit? Meine Arme, meine Beine. Ich habe das Gefühl, als führten sie ein Eigenleben. Ich glaube, ich sehe, was ihr meint. Ihr zappelt so komisch. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Bitte sorgt dafür, dass es aufhört und ich mich wieder normal bewegen kann. Mal sehen, ob der Djinn mit sich reden lässt. Und denkt bitte auch an mein Werkzeug. Ohne das kann ich nicht arbeiten. Werde ich machen. Oh Mann. Der Djinn hat Jakus Grobbinger schon wieder verzaubert. Jetzt macht er völlig unkontrollierte Bewegungen mit seinen Armen und Beinen. Außerdem hat der Djinn immer noch das Werkzeug. Ich sollte noch einmal mit ihm reden. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin es wieder. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass sich der arme Jakus wieder normal bewegt. Das reicht doch nicht. Wie du wünschst. Außerdem möchte ich, dass du ihm sein Werkzeug gibst, das sich in der Truhe befindet. Du wisse denn, das sind zwei Wünsche. Du wirst dich entscheiden müssen. Wie? Auf gar keinen Fall. Du wirst beides machen oder ich mache Kleinhals aus der Truhe und anschließend aus dir. Das wagst du nicht. Das werden wir ja sehen. Günstig und gut ist Strunklers gut. Da der Djinn Jakus nicht entzaubern und mir das Werkzeug geben will, werde ich so lange auf die Truhe einschlagen, bis diese zerstört ist oder der Djinn seine Meinung geändert hat. Oh Mann, ey. Na klar. Vorax. Na dann, Travian, klopp mal auf die Truhe ein. Die Hand. Folgt mir. Oh Gott. Das kann echt nur schief gehen. Halt. Bist du jetzt bereit, meine Wünsche zu erfüllen? Ja, ja. Nur zerschlage meine Truhe nicht. Nur wenn du mir das Werkzeug gibst und sämtliche Zauber, die auf Jakus Grobbinger liegen, aufhebst. Einverstanden. So soll es geschehen. Verbindlichsten Dank. Tretet näher. Frische Fische, ihr seid heute Morgen im großen Fluss gefangen. Ach, endlich. Es scheint alles wieder normal zu sein. Das klingt doch gut. Das sehe ich auch so. Richtige Kleidung, richtiger Hut und jetzt zappelt auch nicht mehr. Den Göttern sei Dank. Und euch natürlich auch. Habt ihr auch mein Werkzeug wiederbekommen? Natürlich, ihr habt es. Sehr schön. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Aber sagt, was ist denn jetzt mit meiner Truhe? Ja, ich fürchte, die hat der Djinn in Besitz genommen. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ihr euch eine neue besorgt. Da habt ihr wohl recht. Noch einmal, vielen Dank. Lebt wohl. Ja, aber mein Auftrag noch bitte. Wartet bitte noch einen Moment. Ich hätte da einen Auftrag für euch. Das ist sehr nett von euch. Aber für heute habe ich genug. Ich werde mir jetzt erst einmal ein helles Ferdorker gönnen. Auf den Schreck meine ich. Man findet ja nicht jeden Tag einen Djinn in seiner Werkzeugtruhe. Aber es ist wirklich dringend. Wie wäre es, wenn ich euch einen Ferdorker besorge und ihr übernehmt den Auftrag? Gut. Einverstanden. Ich warte hier so lange, bis ihr mir das Ferdorker gebracht habt. Und dann mache ich mich auf den Weg. Dann bis später. Mist, und das habe ich auch noch verkauft, das eine Ferdogger, was ich hatte. Na gut, aber hier ist ja auch eine Kneipe irgendwo.
Ah, die sanfte Sau ist ja hier hinten. Der hat hoffentlich, helles Fairdocker. Mal sehen. Eieiei. So, jetzt. So, Speckstein. Oh, Gladys. Was für ein glanzvoller Anblick in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Ibrom, du alter Charmeur. Ich brauche nichts. Doch Freund Ravian aus Behanga hier vielleicht. Jo, ich hätte gerne ein helles Fairdocker. Danke. Tschüss. Das ließ sich ja zum Glück relativ schnell regeln. Dann hoffen wir mal, dass er das jetzt einfach so entgegennimmt. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr meinen Fairdocker? Ja, hier habt ihr es. Ah, das tut gut. Dann will ich mich mal auf den Weg machen. Gut, wir sehen uns dann am Stand. Sehr gut. Zwei Handwerker haben wir schon. Flusskarpfen, Angbarsche, Plötzen, alles was Schuppen hat, findet ihr hier. Ich habe mit Jakob Koppinger gesprochen. Sehr gut. Dann suchen wir jetzt noch Ferolachs. Allerdings erst im nächsten Video. Zeit ist nämlich vorbei. Also bis dann. Tschüss.